Frauen sollten beim Stillen und in der Schwangerschaft nicht fasten. Ist einfach genug Proteine aus vollwertigen Nahrungsmitteln. In vollwertigen Nahrungsmitteln kommen auch Vitamine und Mineralien und so weiter ja eh mit. Kinder sollten nicht fasten. Das liegt auch daran, dass ich halt schon über 20 Mal gefastet habe in meinem Leben. Intermittierendes Fasten ist teilweise nicht so gut für Frauen. Für Männer teilweise schon. Du musst nur 3 Tage durchhalten, ja. Sagt dann irgend so ein Mann, ja. im YouTube-Video, und dann hast du voll, ja, den Druck, und dann machst du 3 Tage Kopfschmerzen und dann kommt, ja, diese. Ja, also Moment, das hat für mich auf jeden Fall so hardcore. Sagen, jeder Mensch ist anders. Deswegen ist es gut, wenn man mit Menschen redet, die schon Erfahrung haben, um nicht alle Fehler zu machen. Weil wenn man so ganz alleine da reingeht und sich nur irgendwie ein paar Videos anguckt, dann macht man doch einige Sachen, weil man sie sich in den Kopf setzt, und die sind gar nicht so gut für einen. Ja. Wir werden in diesem Video Fragen beantworten über das Fasten, die wir jetzt selbst noch nicht kennen. Und dafür haben wir Sprachnachrichten bekommen und die werden wir live beantworten. Also ich würde sagen, wir starten direkt rein und hören uns die Sprachnachrichten an. Ja. Okay, das ist jetzt eine Sprachnachricht von Julina. Die Idee kommt ist, Fasten und Kinder, also genau, wie er dazu steht, zu fasten, während man stillt. Alles klar. Ja, erstmal. Okay, also das ist häufig eine Frage von Müttern. Ja. Fasten und Kinder, also... Ich würde sagen, es ist nicht empfehlenswert für Mütter, die stillen, zu fasten. Das würde ich auf jeden Fall sagen, nee, mach das nicht. Warum nicht? Das liegt einfach daran, dass, also die ganzen Nährstoffe, die ein Kind braucht, die Mutter irgendwie im Körper hat, die gehen in die Milch. Selbst wenn die Mutter nicht genügend Nährstoffe, diese Nährstoffe zu sich nimmt, aktuell in ihrer Ernährung, schafft es der Körper trotzdem, diese zu mobilisieren. Und das heißt, selbst sowas wie Zähne, Haare, also es gibt Haarausfall zum Beispiel beim Stillen manchmal, weil Nährstoffe fehlen, die in die Milch gehen. Knochenschwund ist eine Sache, die sein kann, wenn man zum Beispiel nicht genug dieser Nährstoffe aufnimmt durch die Ernährung, dass die dann aus den Knochen gezogen werden, um in die Muttermilch zu gehen. Weil es ist der Natur einfach wichtiger, dass das Kind gut versorgt ist, und also die Gene, die weitergetragen werden, die Zukunft, als dass die Mutter gut versorgt ist. Das heißt, man ist tendenziell eh schon in einem sehr Mangelzustand, wenn man sich nicht perfekt ernährt in der Stillzeit. Und deswegen würde ich nicht dazu noch sagen, eine Mutter sollte auf Essen verzichten, wenn sie gerade stillt, weil dann geht trotzdem das ganze Gute in die Milch. Und man wird richtig ausgelaugt. Und das würde ich auf jeden Fall von abraten. Es gibt ja auch die Meinung, dass sogar die Giftstoffe im Fall von einer Entgiftung sogar auch bis in die Milch gelangen. Würdest du sagen, das ist so? Ja, also wenn man jetzt so richtig aktiv entgiftet, während man stillt, also alles, was in der Blutlaufbahn irgendwie ist, ne? Das kommt auch in die Milch. Das heißt, die Nährstoffe, die im Blut sind, aber auch die Giftstoffe, die im Blut sind. Und bei einer aktiven Entgiftung löst man zum Beispiel aus den Fettdepots des Körpers Giftstoffe und die werden in die Blutbahn wieder übergeben. Und dann hast du Giftstoffe im Blut durch die Entgiftung und die kommen dann auch in die Milch. Deswegen würde ich auch sagen, wenn man jetzt irgendwie richtig aktiv entgiften möchte, sollte man das machen, bevor man schwanger wird. Was heißt denn aktiv entgiften, weil du das jetzt mehrmals gesagt hast? Also ja, was, zum Beispiel Fasten. Wie entgifte ich denn aktiv? Ja, also auf jeden Fall durch Fasten. Ach so, okay, das ist automatisch aktives Entgiften. Ja, aber auch, man kann ja auch das Fasten unterstützen. Man kann ja auch Giftstoffe lösen. Es gibt auch viele Nahrungsmittel, die gut sind zur Entgiftung. Also man kann ja zum Beispiel... Chlorella, das ist eine Mikroalge, zusammen irgendwie mit bestimmten Pflanzen nehmen und Giftstoffe lösen. Man kann Glutathion supplementieren, um die zweite Phase der Entgiftung zu stärken. Man kann viel machen, man kann hochdosiert Vitamin C nehmen und so weiter.
Ich würde diese ganzen Maßnahmen, das ist vielleicht irgendwie Teil von noch einem anderen Video. Ja, ich würde auch sagen, das kommt mir gerade sehr komplex vor. Ja, ich glaube, aber Giftung und Fasten würde ich nicht machen in der Stillzeit. Das würde ich so zusammenfassen. Okay, ja, das ist jetzt, geht jetzt ein bisschen ab von der Frage. Das stimmt. Also vielleicht nochmal, vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob es für euch spannend wäre, über das Thema Entgiften mehr zu erfahren. Es scheint so, als wäre es irgendwie ein komplexer Vorgang, der auch eigentlich nur dann vollständig ist, wenn er alle Phasen durchläuft. Ich finde jetzt so, dass man schon oft so was verkauft bekommt und sagt so, ja, damit kannst du entgiften. Nimm ein bisschen Heilerde. Und das erscheint mir jetzt gerade so ein bisschen fragwürdig, wenn eigentlich quasi dieser Prozess ja alle Phasen beinhalten muss. Ja. Aber gut, vielleicht genau nochmal ein Sonderthema. Ja, dazu. Können wir machen. Sondervideo. Genau, und dann ist es ja auch so, also werdende Mütter, die schon in der Schwangerschaft sind, die sollten nicht fasten. Also immer da, wo etwas wächst, würde ich sagen, ist Fasten nicht gut. Wenn ein Kind heranwächst im Bauch, wenn durch die Muttermilch ein Kind wächst, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sehr abgemagert ist und echt Muskelwachstum braucht, dann sollte man nicht fasten. Das ist nicht das Richtige in dem Moment, sondern im Prozess des Wachstums, und das geht halt irgendwie bei einem Kind auch sehr lange, oder halt bei manchen Erwachsenen immer noch, sollte man nicht fasten. Mhm. Und deswegen, also in Bezug auf Kinder, würde ich auch sagen, also Kinder sollten nie zum Fasten animiert werden, würde ich sagen. Sondern das Einzige, wenn es um Kinder geht und Fasten, was ich gut finde, ist, wenn man die spielerisch daran führt, dass die quasi sehen, okay, vielleicht fasten die Eltern, die nicht mehr stillen, und die Kinder finden das irgendwie spannend und stellen Fragen und spielen dann auch. Ah ja, ich faste jetzt auch. Ich kenne das auch von vielen Kindern, die sagen dann, ja, ich habe jetzt auch gefastet, ich habe jetzt schon 2 Stunden nichts gegessen oder so, und dann, ja, genau, das ist es. Und die dann einfach machen lassen. Und wenn die das mal mehr ausprobieren wollen, weil die schon, weiß ich nicht, 10, 11, 12, 13, 14 oder so sind, dann können die das gerne mal ausprobieren. Und dann geht das wahrscheinlich irgendwie 8 Stunden vielleicht mal. Und dann essen die einfach wieder. Und das ist voll in Ordnung. Also ich würde die nie mit Worten animieren dazu, ja, aber mach noch mal ein bisschen länger. Oder nee, das ist kein richtiges Fasten oder irgendwie so. Sondern das Fasten ganzheitlich zu sehen und mit Kindern zu sagen dann auch, hey, Fasten ist was sehr Individuelles, und für mich bedeutet das vielleicht gerade, ich esse mal keinen Zucker, und dann essen die Kinder vielleicht mal 2, 3 Tage keinen Zucker und merken, ah, ich verzichte auf etwas und vielleicht geht es mir sogar ein bisschen besser dadurch. Also so würde ich das im Thema Kinder sehen. Mm. Ja. Bei unserer Tochter ist es zum Beispiel mal passiert, dass sie in einer Fastenphase dann entschieden hat für sich, dass sie keine Serie auf ihrem Tablet gucken möchte für 3 Tage. Also da haben wir gemerkt, ah, okay, das funktioniert schon, dass sie das für sich übersetzt, was einfach mal das ausprobieren, was loszulassen, Gewohnheiten und mal zu schauen, wie ist es, wenn ich das nicht mache. Da muss ich jetzt einmal gerade dran denken, auch das muss ja nicht immer das Essen betreffen, Fasten. Nee, es kann alles sein. Fasten kann alles sein. Ja. Ich glaube, die Sprachnachricht geht noch ein bisschen weiter. Was für verschiedene Fastenformen es gibt, wie kann man sich gut an Fasten rantasten, ohne sofort auch abzubrechen, wenn man merkt, es wird zu viel oder so, gerade auch im Alltag mit Kindern, was für Tipps hat er da? So was. Ja. Ja. Ja, waren jetzt ein paar hintereinander, ne? Mhm. Vielleicht, also so über verschiedene Fastenformen haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen. In einem anderen Video. Genau, ja, in einem anderen Video, ja, vielleicht. Das können wir verlinken. Und vielleicht eher so ein bisschen drauf eingehen, so Alltag mit Kindern. Wie taste ich mich da ran, wenn ich vielleicht jetzt das erste Mal faste und schon bereits Kinder habe? Ja. Also ich weiß von meiner persönlichen Erfahrung, dass einfach so viel weniger Kapazität da ist, wenn man fastet. Und im Alltag mit Kindern ist einfach, ne, man muss ja immer irgendwie funktionieren, doch, und das ist schon was anderes. Also man hat einfach nicht mehr so dieses Privileg, sich irgendwo jetzt
in seine Höhle zu verkriechen und zu sagen, ich ziehe das jetzt hier durch für mich, 5 Tage. Ja. Da habe ich auch schon gemerkt, so, dass ich dann auch oft sanftere Methoden dann einfach gewählt habe, dass ich gesagt habe, so okay, alle um mich rum fasten, so, weil wir das ja zu bestimmten Zeiten machen, dann mache ich jetzt Saftfasten oder so, dass ich ja trotzdem immer noch irgendwie Energie reinbekomme, weil ich das persönlich nicht so hinbekommen habe, auch noch dann da zu sein. Aber da ist auch jeder wirklich so extrem unterschiedlich. So, ne? Zum Beispiel Alex, der auch, den ihr auch von Aho kennt, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht von... Der Anonyme. Boss im Hintergrund. Der mit den langen, blonden, engelsgleichen Haaren. Der zum Beispiel, wenn der fastet, das kriegst du gar nicht mit, ja? Der, weiß ich nicht, der macht weiter, da geht's zu seinem Fußballspielen, der, also das kriegst du gar nicht mit, so, ne? Ja, halt nur im Dialog, also... Also es ist, ja, klar, aber trotzdem, also es ist einfach super unterschiedlich und es ist okay, also... Ja. Ja. Aber willst du noch ein bisschen was da... Ja, ich würde sagen, also wenn man das allererste Mal fastet und dann auch schon Kinder hat, und ich meine, wenn man also kleine Kinder hat zum Beispiel, ist es auch der Alltag viel anstrengender, weil man nicht einfach das machen kann, was man selbst will, sondern auch einfach das mitmacht, was Kinder wollen von einem. Und deswegen würde ich sagen, dass so ein klassisches Fasten, ich trinke nur Wasser und Tee, wenn man das allererste Mal macht, vielleicht nicht der richtige Moment ist, sondern dieses langsame Antasten könnte eben sein, ich werde mal für ein paar Tage keinen Zucker essen oder kein Weißmehl. So, damit würde ich anfangen. Dann würde ich sagen, man könnte auch mal versuchen, zum Beispiel leichte Mahlzeiten zu nehmen. Also nicht ganz so viel zu essen wie sonst, sondern einfach leichtere Sachen wie Suppen, Gemüsesuppen und sich Säfte zu machen. Und man kommt trotzdem sehr gut durch den Alltag, vielleicht sogar besser als sonst, weil man einfach mich nicht so viel kümmern muss. Das würde ich empfehlen. Und das kriegt dann auch ein Kind gar nicht mit. Ja. So. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann erstmal merkt, so was ist gut für einen. Ja, abends mal so eine Brühe einfach noch so, um so ein bisschen Salz reinzukriegen und das macht einen riesen Unterschied dann auch, ne? Und also bei mir ist so, ich habe jetzt, glaube ich, schon Trockenfasten, Wasserfasten und Saftfasten mit Kind gemacht. Und ich würde sagen, also für mich ist Trockenfasten mit Kind nicht cool, weil es zu anstrengend ist. Wasserfasten mit Kind geht für mich. Für dich. Aber für viele nicht. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich halt schon über 20 Mal gefastet habe in meinem Leben und das jetzt nicht das allererste Mal mache und mein Körper das kennt. Was aber für mich so gefühlt gar keinen Unterschied macht, ist Saftfasten. Wenn ich jetzt ein paar Tage nur Säfte trinke zum Beispiel, also frisch gepresste Gemüsesäfte, und dadurch mein ganzes Verdauungssystem entlaste, während ich mit unserer Tochter noch dies und das mache, das habe ich jetzt so 2-mal gemacht, glaube ich. Das war super easy für mich. Mir fällt jetzt so in dem Zusammenhang ein, dass ich schon öfter mal so mitbekommen habe, dass es auch die Meinung gibt, dass es generell, also sehr schwierig über was Generelles zu sprechen, aber Männern leichter fällt als Frauen. Ja, ja. Ist das in deiner Erfahrung, so wie du es so Leute mit Fasten begleitet hast, ist das der Fall und hast du da eine Antwort drauf, warum das so sein könnte? Also aus meiner Erfahrung, so die Menschen, die ich kenne, da ist das so. Bei mir auch, die Menschen, die ich kenne, das ist auch bei mir auf jeden Fall auch so. Es gibt immer Ausnahmen, würde ich sagen. Also ich würde nicht sagen, dass jeder Mann es besser kann als jede Frau, sondern es gibt bestimmt Frauen, denen es leichter fällt als bestimmten Männern. Auf jeden Fall. Aber ich würde tendenziell sagen, dass es ähnlich, also Kinder sollten nicht fasten. So. Und bei Frauen gibt es schon mal die Einschränkung, Frauen sollten beim Stillen und in der Schwangerschaft nicht fasten. So. Bei Männern gibt es schon mal weniger Einschränkungen. Dann gibt es ja auch noch die Entgiftung durch die Tage der Frau. Die haben halt schon mal generell mehr Entgiftung als der Mann. Sagt man, ja. Da gibt es auch kontroverse Meinungen dazu, aber es gibt eine Meinung, die... Ich bin nicht so der Superexperte vielleicht da drin, aber das ist, was ich immer gehört habe, ist, die haben da ja schon, die lassen da schon viel los. So. Keine Ahnung.
Ich meine, ich habe das ja noch nie gefühlt, wie das ist, aber so, das ist das eine. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, ein biologischer. Dann intermittierendes Fasten ist teilweise nicht so gut für Frauen, für Männer teilweise schon. Liegt daran, dass auch vermehrt Frauen die nicht mehr regelmäßig ihren Zyklus bekommen, wenn die fasten. Das macht ja hormonell auch viel. Also ich glaube, bei Frauen ist es auf jeden Fall komplizierter und manchmal klappt es dann gut und manchmal dann nicht und vielleicht hängt das auch mit dem Zyklus zusammen. Vielleicht mit dem Zyklus, mit dem Timing. Genau, das würde ich tendenziell sagen. Aber ja, also ich würde den Druck voll rausnehmen, auch gerade bei Frauen. Die sollten, glaube ich, also voll auf ihr Gefühl, richtig dolle hören beim Fasten. Und wenn sie merken, meine Energie geht so runter oder so, dass man da echt sanft zu sich selbst ist. Klar sollten Männer auch irgendwie auf ihr Gefühl hören, aber ich habe es noch nicht so oft erlebt, dass, dass Männer da total das Riesenproblem haben. So, und bei Frauen habe ich schon echt ein Desaster erlebt beim Fasten. Welche denn zum Beispiel? Ja, dass einfach gar nichts mehr geht. So, sofort Kopfschmerzen, Schwindel. So, aber ich kann auch aus meiner männlichen Perspektive nicht so viel zu sagen. Und ich bin ja auch nochmal speziell, und weil klar, ich bin nie zum Fasten gekommen durch Krankheit. Ja. Ich hatte nie ein Problem vorher. Ich bin dann zum Fasten gekommen durch Lebensstil und weil ich das irgendwie sinnvoll finde und weil ich das spannend finde und so weiter. Und diese Symptome, die dann immer alle beschreiben, am dritten Tag ist dies und das, irgendwie, und man hat Kopfschmerzen und das gehört dazu. Ich hatte das halt alles nicht. Also ich habe einfach, das Einzige, was ich kenne, ist, dass der Kreislauf nicht so gut hochkommt, also so aufstehen und dann ist so ein bisschen so, ach ja, okay, ja, ich faste, ich merke so ein bisschen und dann gehe ich und dann ist auch wieder alles okay. Ja, ist auch total schwer, finde ich, zu beantworten, so dieses, ja, das ist jetzt irgendwie gerade ein Entgiftungszeichen und da musst du jetzt einmal durch. Das finde ich auch schwierig. Also ich hatte schon Kopfschmerzen beim Fasten, wo ich wusste so, boah, die werden jetzt aber auch echt nicht besser so. Nee. Und da hat du es musst dann nur auch 3 Tage durchhalten, ja, sagt dann irgend so ein Mann im YouTube-Video und dann hast du voll den Druck und dann machst du 3 Tage Kopfschmerzen und dann kommt diese. Ja, also das hat für mich auf jeden Fall nie funktioniert. Aber zum Beispiel hat es auch schon mal funktioniert, dass ich irgendwie Übelkeit hatte und das, also durch Hunger irgendwie Übelkeit ausgelöst wurde und irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, ich muss einfach noch ein bisschen mehr durchhalten und dann war sie tatsächlich weg. Also es ist einfach, da gibt es auch einfach dann noch keine pauschale Antwort aber drauf. Also generell, wenn du das so sagst, dieses Thema, mir geht es gerade mega schlecht, das liegt an der Entgiftung, weil ich habe jetzt Sellerie in meinen Ernährungsplan mit aufgenommen oder so. Das ist so hardcore. Das habe ich schon öfter mal gehört. Ja, ja, weil, also irgendeine Ernährungsänderung und jetzt habe ich voll die Entgiftung, ich kriege hier überall Pickel und mir fallen ein bisschen die Haare aus, alles ist bestimmt richtig gut für mich. Ich halte davon gar nichts und das will ich an der Stelle mal sagen, weil viele denken so, diese typischen Entgiftungssymptome sind, ne? Mir fallen die Haare aus, ich kriege Pickel, ich habe gar keine Energie mehr, auf nichts Lust, mir ist immer schwindelig, ich habe Kopfschmerzen auf einmal und so. Ich habe an meine Ernährung umgestellt, ich bin zum Beispiel vegan geworden und so und ich hatte das nicht. Und ich kenne viele, die sagen, boah, ich habe das bei einer Ernährungsumstellung oder so oder beim ich faste das erste Mal und die haben das richtig doll. Ich würde da aufpassen, weil es kann oft ein Zeichen einfach dafür sein, dass man nicht das hat, was man braucht. Ganz einfach. Und ja, ich glaube, der einzige Weg dahin ist, immer wieder wirklich in sich reinzuhören und zu versuchen, das einmal zur Seite zu schieben, was man vielleicht mal irgendwo gelesen hat oder irgendwo gehört hat, sondern irgendwie die Verbindung zu sich und seinem Körper einfach aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder was auch immer. Also ja, viele, die solche Symptome haben, dass denen einfach irgendwie Kopfschmerzen, ein bisschen schwindelig und dies und das, wenn sie ihre Ernährung umstellen, die essen vielleicht einfach nicht genug von den wichtigen Nährstoffen. So, die haben halt höchstwahrscheinlich nicht genug Protein auf einmal, hatten sie vorher aber zufällig. Dann beschränken sie sich aber in ihrer Nahrungsmittelauswahl und dann haben sie nicht mehr genug Protein oder bestimmte wichtige Vitamine.
Und das fast ähnlich gilt tatsächlich auch fürs Fasten. Deswegen sagen einige auch, man sollte bevor man das erste Mal Fasten anfängt, erstmal damit anfangen, genug Protein zu essen über einen mehrwöchigen Zeitraum, dass die Speicher auch gefüllt sind und dass man auch jeden Tag seinen Aminosäurenpool einfach immer gesättigt hat und quasi erstmal in einen Aufbau geht, bevor man in einen Abbau geht durchs Fasten. Mhm. Und also ein praktischer Tipp wäre, also eine ausreichende Menge Protein zu essen und das mal zu machen. Einfach mal einen Monat lang zu machen und erst dann ins Fasten zu gehen, wenn man Probleme hatte aus seiner normalen Ernährung. Okay. Und dann ins Fasten zu gehen und zu gemerkt, oh, ich muss das abbrechen, es war zu krass nach einem Tag, ich konnte nicht mehr. Ja, vielleicht ist das gut, brech's ab. Ja, okay. Und dann achte mal auf deine Ernährung und iss einfach genug Proteine, so, aus vollwertigen Nahrungsmitteln. In vollwertigen Nahrungsmitteln kommen auch Vitamine und Mineralien und so, weil's ja eh mit. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Ist interessant. Wo ich mich schon immer bei dir tatsächlich gewundert habe, ist, dass du das Fasten nicht vorbereitest. Also du isst noch, du sagst dann so, okay, dann um die Uhrzeit höre ich auf zu essen und dann auf jeden Fall nochmal richtig reinhauen so und dann hört auf zu essen. Das ist sowas, was auch so für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also ich gucke dann schon so, dass ich dann schon so 2-3 Tage so ein bisschen nur eher Rohkost und Obst und so oder Säfte und so. Aber das habe ich jetzt bei dir noch nicht gesehen, dass du es vorbereitest, das Fasten. Ich mache das schon im Detail, also aber das ist vielleicht nicht so, dass es heißt, ich esse weniger. Mm. Aber die Nahrungsmittel, die ich esse, sind schon ein bisschen anders vorm Fasten. Okay. Mhm. Ja. Was würdest du da vermeiden vorm Fasten? Also ich würde vorm Fasten was vermeiden, was mich, was zu krasse Blutzuckeranstiege und Abfälle verursacht, wie isolierte Kohlenhydrate. Das heißt in dem Fall Weißmehl, weißen Reis, okay. Zucker und Obst würde jetzt nicht dazu und, gehören. Oder schon. Und auch, also, und auch sowas wie schnell verdauliches Obst wie Wassermelone. Ah, und so. Okay. Also vielleicht hast du es nicht gemerkt, so, aber ich habe jetzt kurz vorm Fass, also ich habe jetzt nie gesagt, ich esse jetzt noch mal eine große Obstmahlzeit und dann fange ich an zu fasten. Okay. Es würde mir viel schwerer fallen, so zu fasten. Also würde ich jetzt, okay, also das erinnert mich jetzt so ein bisschen daran, dass du mir mal ein bisschen erklärt hast, an dieses da schon quasi mit Essen schon versuchen, in diese ketogene Phase reinzukommen, ja, so ein bisschen, durch ja, Fett, so. Protein, eher sich ja, darauf so zu in konzentrieren, die Richtung, damit es quasi nicht so ein harter Cut ist. Und wenn man es noch leichter will, kann man sagen, würde ich sagen, schraubt die Proteine hoch, wochenlang. Okay. Gewöhnt euch daran, genug Proteine wirklich zu essen. Keine Ahnung, ihr wiegt 50, dann geht mal in die Richtung 100 Gramm Protein am Tag oder 50 bis 100, aber nicht 20 bis 50, immer in so einer unteren Grenze. Und dann, das macht man erstmal. Und dann, wenn man dann ins Fasten geht, gibt es auch Möglichkeiten für Leute, die nicht so geübt sind, zu sagen, okay, am Abend vor dem Fasten nehme ich nochmal was, was mir dann, was dem Körper hilft, nochmal das auszuleiten. Also sowas wie Cassia Fistula zum Beispiel ist so eine Schote. Kennst du das? Nee. So, sind so Plättchen drin, die ein bisschen so lakritzmäßig schmecken. Die isst man dann am Abend, bevor man fastet. Wo kriegt man das? Beim Inder vielleicht oder so. Okay. Das findet man auf jeden Fall. Ja. Aber okay, ja. Kriegt man auf jeden Fall. Und dann morgens kann man vielleicht so aus dieser Panchakarma-Kur, dieses ayurvedische Fasten, morgens nimmt man 4 Esslöffel Kokosöl, also Fett. Und das macht man die ersten 3 Tage. Und dann schlittert man viel leichter in den Fettstoffwechsel rein. Der Körper gewinnt Energie aus Fett eher und dem hilft man damit. Hast du aber noch nie gemacht, oder? Finde ich jetzt gerade ziemlich spannend, dass er das erzählt, weil, ja, weil ich ja nie gesehen. Weil ich ja meine also ich habe meinen Körper anders trainiert darauf, klarzukommen ohne Essen. Okay. Und
leicht in die Fettverbrennung zu kommen. Wenn es einem schwerer fallen sollte, das könnte es eine Hilfe. Ja, es gibt auch andere Wege, wie man das trainieren kann. Man kann ja durch intermittierendes Fasten den Körper daran trainieren. Ja, gut, und ich habe auch das intermittierende Fasten ja nicht nur so ein 16:8, also 8 Stunden Essen und 16 Stunden Fasten gemacht, sondern ich habe ja auch über Monate, zum Beispiel, bevor ich das erste Mal ein langes Trockenfasten gemacht habe, über Monate habe ich auch nur abends gegessen. Und da habe ich meinen Körper zum Beispiel auch daran trainiert, den ganzen Tag wirklich aktiv zu sein, ohne einen Happen zu essen. Und es gibt verschiedene Wege. Aber ich würde sagen, so einen Weg, der in der Gesellschaft hier vielleicht ganz gut funktioniert, ist, gewöhnt euch mal dran, mehr Proteine zu essen. Ja, was, und das dann, heißt, genau, dann das dieses Kokosöl die ersten 3 Tage morgens zu nehmen. Dazu hast du vielleicht schon andere Videos gemacht, aber so deine Lieblingsproteinquellen, vielleicht könnten wir das irgendwie verlinken oder so zu einem. Weil ich finde es immer so, es gibt schon viele Leute, die sich vegan ernähren, die dann sich so fragen, so, ja, okay, was, wie soll ich denn jetzt so viel Protein am Tag essen? Ja, so. Wenn man sich vegan ernährt, dann würde ich sagen, sind gute Proteinquellen Hülsenfrüchte, ich nehme immer gekeimte Hülsenfrüchte, weil die halt viel verträglicher sind. Dann sowas wie Tempeh. Ist das neue Produkt denn jetzt schon draußen? Welches neue Produkt? Darf ich das sagen? Ja, kannst ja liegen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ja, die hellen Linsen. Also gekeimte rote Linsen. Nee, ist noch nicht draußen. Die roten Linsen? Oh. Würde euch das interessieren? Könnt ihr ja mal schreiben. Das haben wir gestern zum ersten Mal zu Hause gegessen, oder? Ich habe Das waren die gekeimten, oder? Ja. Ich habe noch nie rote Linsen so gut vertragen. Ohne Scheiß jetzt, aber das war, also ich habe gar keine Verdauungsprobleme gehabt. Ja, viele essen. Mega, mega gut. Aber genau, also zum Beispiel die gekannten Linsen sind eine tägliche, super gute Proteinquelle für Tempeh, uns auf jeden Fall. Tempeh gibt es auch aus verschiedensten Hülsenfrüchten. Es gibt es aus Lupinen, aus schwarzen Bohnen, aus Linsen oder aus Sojabohnen. Dann hat man eigentlich schon sehr viel. Und Frühstück ist bei uns eigentlich Standard in so einem Soja-Joghurt-Becher. Genau, und so, ist so fermentiertes Soja. Mit vielleicht nochmal Proteinpulver oder so. Genau, und es gibt natürlich Proteinpulver, was man auch nehmen könnte, um es zu supplementieren. Ich würde aber empfehlen, erstmal zu versuchen, an diese Menge ranzukommen. Und wenn man dann merkt, es passt nicht so gut, das dann zu supplementieren. Gut, also ist doch für mich jetzt auch ein ganz neuer Tipp, auch wenn ich jetzt schon einiges von dir weiß, vor dem Fasten versuchen wirklich aufs Protein, auf die Proteinzufuhr zu achten. Mhm. Okay, du hast auch noch bei dir irgendwo Sprachnachrichten, ne? Ja. In deinem Handy. Let's go. Wollen wir mal weiter gucken? Ich bin ein bisschen erkältet, sorry. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen an. Ich habe eine Sprachnachricht und ich weiß noch nicht, was es ist, weil ich wollte es nicht vorher hören. Und die ist von Wanner. Muss ich pupsen vom Fasten? Verliere ich Muskeln beim Fasten? Kann ich beim Fasten arbeiten? Okay, also vom Fasten pupsen, nein. Man hat auch wirklich weniger Pupse, weil man halt nicht isst. Ja, irgendwann hört das komplett auf. Und irgendwann also hat man gar keine Pupse mehr. Am Anfang schon noch so, aber dann kommt nichts mehr. Okay, zweite Nachricht war? Verliere ich Muskeln beim Fasten? Verliere ich Muskeln beim Fasten? Also. Haben wir schon drüber gesprochen im anderen Video? Haben wir schon drüber gesprochen? Ein bisschen schon, klar. Aber es ist nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wenn man diese Muskeln verliert, kann man sie auch wieder aufbauen. Weil es kommt natürlich darauf an, wie lange man fastet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Tag fastet, da verliert man keine Muskeln. Wenn man 3 Tage fastet, dann verliert man sehr wenig Muskeln. Wenn man 7 Tage fastet, dann verliert man ein paar Muskeln. Und wenn man dann länger fastet, dann verliert man wahrscheinlich schon irgendwann sehr viele Muskeln. Aber alles, was so bis zu einer Woche ist, kann man einfach auch wieder aufbauen innerhalb von 1 bis 2 Monaten. Und das würde ich auch empfehlen. Aber klar, ein Anteil ist dabei. Aber es hat so viele positive Effekte zusammengefasst, dass ich es trotzdem machen würde. Hast du mir nicht mal erklärt, einmal kurz noch mal eine Frage dazu, dass quasi am Anfang, wenn der Körper merkt, ich kriege keine Energie mehr aus dem Essen, geht er erstmal an die Muskulatur. Wenn er es nicht schafft, schnell in den Fettstoffwechsel zu kommen. Dann geht er, aber er geht irgendwann geht er ans Fett, oder? Ja. Ab irgendeinem Moment und du kannst macht ihm das halt jeder helfen. Körper, oder? Ja, aber du kannst ihm auch helfen, da schneller hinzukommen. Deswegen habe ich diesen Tipp mit gegeben mit dem Kokosöl. Das mache ich jeden mal. Morgen
so vier Esslöffel jeden voll. Jeden Morgen beim Fasten? Die ersten drei Tage vom Während Fasten. Während des Fastens oder vor dem Fasten? Nee, beim Fasten. Beim Fasten. Und dann, okay. Genau, das ist zum Beispiel Also ich faste, ich esse nur irgendwie jeden Morgen drei Esslöffel Kokosöl, aber sonst. Kommt darauf an, was man will, ne? Also viele fasten und haben nicht so einen geilen Zustand mit ihrer Muskulatur. Die sind vielleicht voll krank und vielleicht sogar abgemagert, auch wenn sie vielleicht nicht so aussehen, aber so von der Muskulatur. Ja. Und dann, warum macht man das Fasten denn ja, damit man gesünder ist irgendwie, ne? Und warum sollte man dann auf sowas verzichten? Ja. Also, okay. Ja. Ja. Würde ich sagen. Letzte Frage. Kann ich beim Fasten arbeiten? Kann ich beim Fasten arbeiten? Kannst du beim Fasten arbeiten? Es kommt auf den Moment an des Fastens. Also am ersten Tag ja, am zweiten nee. Dritter nicht so gut. Und dann würde ich sagen, würde ich wahrscheinlich irgendwann wieder arbeiten können. Okay. Also es gibt ja so verschiedene Phasen so. Ja, bestimmt. Also ich glaube, es ist bei jedem Menschen anders. Ja, es ist also bei jedem Menschen anders. Ich habe auf jeden Fall Menschen gesehen, die nicht arbeiten können, wenn sie fasten. Mhm. Aber ich habe auch viele Menschen gesehen, die ganz normal funktionieren, wenn sie fasten. Ja. Also wirklich viel, also wirklich viele. Ja. Und bei mir selbst ist es auch so, dass ich nichts groß anders mache beim Arbeiten, als wenn, also ich bin vielleicht sogar fokussierter. Kommt ein bisschen drauf an, was für Arbeit es ist. Also geistige Arbeit, würde ich sagen, geht für mich. Und körperliche Arbeit geht langsamer. Aber ich habe schon einiges gemacht. Ich habe schon in einem Hostel gearbeitet, also so mit lauter Musik und Leuten bedienen und so, während ich gefastet habe. Ich habe am Computer gearbeitet, während ich gefastet habe. Ich habe in der Logistik gearbeitet, während ich gefastet habe. Das geht alles tatsächlich ganz gut für mich. Ja, ausprobieren, selbst Erfahrungen machen und auch gucken. Also ich glaube, es ist ja auch, also fällt mir jetzt ein, Essen ist ja auch wirklich nicht nur was rein Körperliches. Also es gibt an mir auch einfach, ja, was sie ja alles mit Essen verbinden. Ne? Es ist irgendwie, jetzt was essen, so nach dem Arbeiten. So. Also ich glaube, während des Arbeitens wäre es wahrscheinlich gar nicht so das Problem, aber so dann, dann kommt man nach Hause und dann so, da sagst du was. Esse ich nichts. Ich esse nie, während ich arbeite eigentlich, weil ich arbeite halt vormittags und vormittags esse ich noch nicht, auch wenn ich, also wenn ich normal nicht in einem mehrtägigen Fasten bin, mache ich halt intermittierendes Fasten. Das heißt, ich verbinde gar nicht meine Pause, wo ich was esse oder so, mit dem Arbeiten. Vielleicht ist das auch so ein Punkt. Mhm. Ja. Ja, also ist für jeden anders. Ausprobieren und dann schauen, wie es läuft. Weiter geht's. Ich habe noch was von Petra. Und Petra hat mir drei Sprachnachrichten geschickt und ein Video, wo sie auch drin redet. Das sieht mega witzig aus. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf, muss ich Petra wohl noch fragen. Aber die Sprachnachricht spiele ich jetzt mal ab. Petra ist hat es erstmal probiert, die Sprache durchzuschauen. Deswegen hat sie drei geschickt. Das war die erste. Dazu kann ich nur sagen, dass es sehr gut zum Fasten passt. Man kann nämlich auch in Stille fasten. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Und da habe ich drei Tage, also da waren wir zu dritt und wir haben drei Tage, alle drei, nicht geredet. Oh Gott. Und dabei nicht gegessen und getrunken. Aber wir haben halt nicht geredet, das war das Besondere. Und ja, das habe ich sonst nie wieder gemacht und Petra animiert mich dazu. Und das würde ich nicht empfehlen mit Kindern, liebe Julina. Das habe ich nämlich, seitdem wir ein Kind haben, nie wieder gemacht. Ja. So lange nicht reden. Nächste Frage von Petra. Hallo Janis, ich habe eine Frage zum Fasten. Schnell gestellt, ne? Ja, ich habe auch 1,5. Ich wollte Zeit sparen, aber ich mache es nochmal. Hallo Janis, ich habe eine Frage zum Fasten. Ja, bis jetzt habe ich noch nie gefastet und ich würde es gerne mal versuchen. Was muss ich beachten oder kann ich jetzt einfach so nichts mehr essen und trinken? Ja, trinken ja sowieso. Meine Frage, wie... Okay,
ja, ich finde das total cool, wenn man da Interesse dran hat. Auch, also Petra ist schon ein bisschen älter. Also sie hat jetzt bestimmt mindestens 50 Jahre ihres Lebens verbracht, ohne jemals zu fasten. Hm. Und tendenziell ist es so, dass ältere Menschen, also wenn sie es nicht gewohnt sind, ist natürlich doof, man ist es halt nicht gewohnt. Das ist halt, macht schon mal was. Aber vom Körper her können ältere Menschen eigentlich besser fasten als jüngere Menschen, weil die eben nicht mehr so sich aufbauen. Hm. Deswegen würde ich sagen, du kannst es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und mein Tipp wäre, nicht ein Fasten zu machen, wo man gar nichts isst, sondern ein Fasten, das kennt man vielleicht von diesem Professor Dr. Longo, das ist ein Scheinfasten. Und damit würde ich anfangen an ihrer Stelle. Und dieses Scheinfasten heißt, man isst, lass mich lügen, ich glaube 500 bis 800 Kalorien. Also nicht ungefähr 2000, sondern 500 bis 800. Und durch dieses Scheinfasten kommt man auch schon in einen Modus des Fastens, in die Zellreinigung rein. Kann aber einen guten Einstieg haben, gerade wenn man das noch nie gemacht hat. Ja. Das heißt, weniger, das ist weniger Essen, viel Gemüsesuppe. So. Okay. Aha. Ja. Okay. Aber also dazu, also ich erinnere mich daran, dass du das auch mal bei mir thematisiert hast, das Scheinfasten. Und dazu muss man auch so der Typ sein, würde ich sagen, weil man muss streng einem Essensplan folgen. Und das war überhaupt nicht mein Ding. Also für meinen Kopf ist es einfacher zu wissen, okay, ich esse jetzt aber nicht mehr. Anstatt, okay, ich muss jetzt so und so viel Gramm davon und mehr darf ich nicht. Und das, also, ja, so bin ich auch wie du, ja. Also gut, ich glaube, da muss man so ein bisschen der Typ zu sein. Aber man könnte ja auch so, finde ich gar nicht so leicht. Man könnte es ja auch sehr leicht machen, indem man sagt, isst diese 4 Esslöffel Kokosöl morgens und mittags und abends isst du eine Gemüsesuppe. Okay, okay, das klingt auf jeden Fall einfacher als der Plan, den ich damals so könnte bekomme. Man ja auch anfangen. Ja, ja. Ja. Eine dritte Frage von Petra. Die ersten zwei haben wir ja schon beantwortet. Moin Janis. Meine Frage zum Fasten wäre, was muss ich beachten, wenn ich das erste Mal fasten möchte? Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht, aber würde es gerne mal ausprobieren. Das ist einfach nochmal die gleiche Frage. Das ist nochmal die gleiche Frage, glaub, nur mit dem norddeutschen Moin statt Hallo. Okay, ja. Okay. Hast du noch eine Frage? Nee, mir kam gerade noch irgendwas, aber... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Willst du so ein Fazit machen? Mach du doch mal, ich sag dir was dazu. Danach. Okay, als Fazit würde ich sagen, jeder Mensch ist anders. Man kann keine allgemeinen Aussagen treffen, aber man kann sich so annähern. Deswegen ist es gut, wenn man mit Menschen redet, die schon Erfahrung haben, um nicht alle Fehler zu machen. Weil wenn man so ganz alleine da reingeht und sich nur irgendwie ein paar Videos anguckt, dann macht man doch einige Sachen, weil man sie sich in den Kopf setzt und die sind gar nicht so gut für einen. Das habe ich auch angesprochen mit der Entgiftung und so weiter. Und deswegen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, fragt konkrete Fragen und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren Fragen stellen und wir versuchen die dann einfach dort zu beantworten. Genau, und Like nicht vergessen, mit dem Daumen hoch, das hilft unserem Kanal. Tschüss.